Ja, bei mir jetzt Steve Wirtz 2-2 in einem potenziell einem der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison. Letztes Jahr habt ihr hier 4-0 gewonnen. Aber wenn man das Spiel jetzt hier sieht, ich denke, ihr könnt zufrieden die Heimreise antreten, oder? Ja, das stimmt. Also heute waren wir, muss man ganz ehrlich sagen und zugeben, da waren wir spielerisch halt auch nicht so präsent. Wir haben vieles in den Zweikämpfen vermissen lassen und da muss man halt im Nachhinein sagen, ganz klar, die zwei Tore, die wir kassiert haben, waren auch blöd und das 2-2 ist verdient. Personell war ja heute doch einiges, was ihr ausgleichen musstet. Wie sieht es da aus für nächste Woche, wenn ihr gegen Tafos 2 spielt? Nächste Woche sind alle wieder da. Alle, ja. Und die heute momentan Urlaubszeit, da muss man halt, und Tobi Weber, der noch geheiratet hat, muss man halt 5 ersetzen. Und insgesamt die Saison? Ihr seid ja relativ gut reingekommen, gut gegen Klubich 2-2. Im Pokal habt ihr schon Erfolge errungen. Siehst du euch gut aufgestellt, um wieder oben mitzuspielen und auch im Pokal vielleicht wieder einen Erfolg zu erringen? Ja, insgesamt ja. Was wir jetzt halt lernen müssen, das ist halt in den nächsten Wochen, wenn mal einer ausfällt, dass wir das auch 1-1 kompensieren können. Und das, die Mannschaft dafür haben wir definitiv. Aber insgesamt, auch wenn das heute kein gutes Fußballspiel war, war klar, durch den Gegner, der spielt ja auch nicht Fußball mit. Aber ein Abnutzungskampf und auch das bringt uns weiter, muss man ganz klar sagen.